Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben jetzt viele Argumente gehört, warum es nicht notwendig ist, den Klimaschutz ins Grundgesetz zu schreiben. Ich will Ihnen aber jetzt einmal in Erinnerung rufen, warum wir gerade jetzt entschiedeneres Handeln für wirksamen Klimaschutz brauchen. Warum wir als linke Fraktion den Antrag unterstützen, den Klimaschutz ins Grundgesetz zu schreiben. Die Staaten der Welt haben 2015 in Paris verabredet, unter 1,5 Grad Celsius die Erderwärmung zu begrenzen. Der Weltklimarat berichtet nun darüber, dass wir aktuell mit allen klimaschutzpolitischen Maßnahmen, die momentan geplant sind, auf 3 bis 4 Grad Erderwärmung zusteuern. Und sie sagen, selbst 1,5 Grad sind unumkehrbare Folgen für unser Klima und für die Menschheit. Das bedeutet, wir haben jetzt schon zu tun mit der Fluchtursache Klimawandel. Das ist mittlerweile die Fluchtursache Nummer 1. Wir haben jetzt schon zu tun im globalen Süden mit Überschwemmungen, mit Dürren, damit, dass Menschen infolge des Klimawandels sterben. Und der Hitzesommer 2018 hat uns in Erinnerung geführt, welche Auswirkungen der Klimawandel auch für unseren Breitengrad haben könnte. Aber was tut diese deutsche Bundesregierung? Die deutsche Bundeskanzlerin kuschelt mit der Autoindustrie. Sie setzt sich dafür ein, schärfere Maßstäbe für den Verkehrssektor nicht aufzustellen. Sie pfeift die Ministerin Schulze öffentlich demütigend zurück. Das ist ein Skandal. Wir haben jetzt ein Jahr klimapolitischen Stillstand erlebt mit dieser großen Koalition. Und wer zynisch ist, der könnte ganz einfach sagen, ja, diese große Koalition, die hat ihre Zukunft ja längst hinter sich. Das haben wir in dieser Woche eindrucksvoll vor Augen geführt bekommen. Aber das Nichthandeln der großen Koalition hat Folgen für uns alle. Und das ist das große Drama. Ich freue mich darüber, dass mittlerweile 3/4 der deutschen Bevölkerung die Proteste im Hambacher Forst unterstützen. Und fast genauso viele in der deutschen Bevölkerung unterstützen einen Kohleausstieg bis 2030. Die deutsche Bevölkerung ist längst viel weiter als Sie, liebe Bundesregierung. Hören Sie doch einmal darauf, was die deutsche Bevölkerung in ihrer Mehrheit zu diesem Thema zu sagen hat. Deswegen sage ich, kommen Sie am 6. Oktober in den Hambacher Forst, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Lassen Sie uns gemeinsam demonstrieren für wirksamen Kohleausstieg und für die Erhaltung des Hambacher Forsts. Vielen Dank. Als letzter Redner in dieser Debatte hat der Kollege Axel Müller für die CDU-CSU-Fraktion.